Und Leute, was geht? Hier ist wieder euer Sergeant Niklas. Und wir spielen heute eine Runde Black Ops. Was laber ich hier schon? Hide and Seek auf der Map, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf dem Server Hive MC. Muss sagen. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Hab keine Ahnung. Doch, einmal habe ich schon gespielt. Aber ich meine wirklich gut. So. Gut, jetzt bin ich so der Block. Gott, jetzt muss ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur überleben. Ja. Aber jetzt eine Menge Zeit zu erzählen. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, es sind noch genau 8 Tage. Wenn es rauskommt, müsste der 22. sein. Heißt 8 Tage bis endlich. Endlich. Landwirtschaftssimulator 2015 rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Ich habe es natürlich vorbestellt. Heißt, es dürfte bei mir am 30. im Briefkasten liegen. Und ich kann euch versprechen, sobald dieses Spiel in meinem Briefkasten liegt, schnappe ich es mir und fange an aufzunehmen. Heißt, ich werde aus der Schule kommen, das Spiel nehmen, aufnehmen und sofort hochladen. Ohne Pause. Einfach direkt. Und direkt hochladen, damit ihr auch wirklich direkt was zu gucken habt. Ich muss gucken, ob das Ganze klappt. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin unsere neue Leitung haben. Wir müssen einfach mal vorstellen, ich leide hier im Moment mit einer 4000er DSL-Leitung. 4000. Ich lade 3 Stunden jedes Video hoch und das ist echt. Und deswegen habe ich es jetzt geschafft, meine Eltern uns zu überreden, den Anbieter zu wechseln, so dass wir jetzt nach Unity Media gewechselt sind, beziehungsweise nach Unity Media wechseln wollen. Und dann natürlich eine, nicht die 100.000er, davon konnte ich meinen Vater nicht ganz überzeugen, aber auf jeden Fall eine 50.000er mit 5 Mbit Upload. Heißt, die Videos dürfen dann so, oh, wie lange braucht ihr? Das ist mehr als ich Download habe, immer so eine halbe Stunde pro Video. Das heißt, ich kann mehr und vor allem auch längere Videos machen. Insofern werde ich dann schön Farming Simulator, ja, so 15, 20 Minuten Folgen machen. Erste Folge wird wahrscheinlich so ablaufen, ich cheate Geld und werde euch erstmal in Ruhe alle Fahrzeuge vorstellen. Alle, die es gibt, mit inklusive Anhänger und Gewichte und Add-ons und ja, sind ja theoretisch Gewicht und so. Auf jeden Fall alles, was es so dazu gibt. Und in der zweiten Folge werde ich dann gucken, dass ich halt mit dem ersten, ja, der ersten Folge des Let's Play anfange. Ich muss gucken, wie ich es mache, wer alles mitspielt, muss ich mal schauen. Wenn ihr das Spiel ebenfalls vorbestellt habt und das am 30. noch bei euch im Briefkasten liegt, dann am 31. oder so, könnt ihr mich gerne mal anschreiben, dass wir dann zusammen aufnehmen oder halt zusammen spielen. Das wäre schon ganz cool. Dem hätte ich gerade helfen können, glaube ich. Aber YOLO. Das sind noch 10 Seekers, Alter. Und nur noch 70 Sekunden. Läuft. Auf jeden Fall könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Dann können wir zusammen aufnehmen. Das wäre mega witzig. Geh bloß weg. Ja, er ist wieder weg. Sehr geil. Dann können wir zusammen aufnehmen, zusammen spielen. Dann würde ich gucken, dass ich entweder bei Nitrado einen Game-Server miete oder das Ganze selber hoste. Meine Internetleitung dürfte dann gut genug sein, dass das ohne Probleme läuft. Wenn ein paar Leute dabei sind. Ich glaube, der Flo wollte auf jeden Fall mitmachen. Aber da können wir mal gucken. Nein, Spaß. Je nachdem, wer sich alles anmeldet, beziehungsweise wer mich anschreibt und sagt, er hat Bock drauf, können wir mal gucken, wie wir es machen. Und
ihr habt vielleicht bemerkt, ich habe fast die 100 Abos erreicht. Mir fehlen jetzt noch genau zwei Stück. Zwei Abonnenten bis zu 100. Laut Stand vom 21. September. Nee, 21. Oktober? Ja, Oktober um 22:50 Uhr. Fehlt mir noch zwei Abonnenten bis zu 100 und dann Alter, würde euch eine Roomtour erwarten. Heißt, ich würde nochmal eine Roomtour machen. Wo ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, sehr geil. Wo ich euch mein neues Setup zeige, weil es hat sich nicht unbedingt viel verändert. Aber was sich verändert hat, ist geil geworden. Finde ich. Wollen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was frei haben. Kann ich hier direkt reinjoinen. Aber ich... nein, es sieht nicht so aus. Dann gehe ich mal wieder zurück nach Hide and Seek. Ja, wie gesagt. Es hat sich nicht so sonderlich viel verändert. Hauptsächlich hat sich was an meiner PC-Ecke verändert. Aber was sich da verändert hat, ist gravierend und auch ziemlich nice. Das Geld kann man irgendwo hinspringen. Gibt es irgendwas Besonderes? Da will ich dann eine Roomtour machen. Take left exit. Die wäre auch dann ein wenig besser geplant und so als die erste. Durchdachter, etc. Ich glaube, das könnte ganz nice werden. Kann man irgendwo hin? Wo geht's hin? Keine Ahnung. Ich bringe mal irgendwo hin. Ich glaube, jump one. Was wollte ich sagen? Genau. Noch 12 Sekunden. Die war ein wenig durchdachter, die würde ich dann auch am Tag machen und nicht wieder mitten in der Nacht. Sodass ich das Ganze ein wenig besser zeigen muss und nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass meine Eltern aufwachen und hochkommen. Das wäre überaus klug. Und los geht's. Nur ein Bookshelf. Ach du Scheiße. Was stecke ich mich denn als Bookshelf? Ah, mal im Haus gucken. Standardmäßig. Gar nichts, ne? Ja. Da. So, jetzt bin ich hin. Sehr gut. Ich glaube, ich habe hier einen ganz netten Platz gefunden. Hier dürfte man mich nicht so schnell finden. Außer jemand kennt die Map in- und auswendig, dann wär's recht einfach. Aber sehr geil, wir haben eins, ja. Der Escape nur anzufahren, wenn der rausstrahlt, ist klar, ne? Auf jeden Fall, das wäre ganz nice. Dann wollte ich mal gucken, welche Spiele ich noch mache. Ich bin ein bisschen am Überlegen, welche Spiele ich euch da anbieten könnte. Ich hätte vielleicht gedacht an Train Fever. Das habe ich hier auch schon liegen. Ja, das liegt hier. In einer limitierten Ausgabe mit Soundtrack und Poster. Ist ganz witzig, das Spiel. Könnt ihr mal gucken, ob ihr da Bock drauf habt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal ein Spiel vorschlagen, was ich jetzt spielen soll. Dann würde ich mich darum kümmern, dass ich das Spiel bekomme. Und dann auch Spiele, Let's Play. Aufnehme, hochlade, wie auch immer. Alter. Ja. Dann können wir mal gucken, dass wir da was ganz Nettes draus machen. Und ja. Oh, das ist mein Oberbaumplatz.
Hab ich bestimmt richtig gern unterschlagen. Das ist eine mega geile Stelle. Genau, welches Spiel ich machen könnte. Weil ich bin da gerade ein wenig einfallslos. Ich kann mal gucken, dass ich vielleicht mal so ein Rennspiel mir schnappe. Über die drei Monitore. Ob ihr das, ob ihr da Bock drauf habt. Oder generell mal ein Spiel. Könnt ihr drunter schreiben, welches Spiel. Ob mit einem Monitor oder mit drei Monitoren. Ich bin da ganz offen. Mal gucken. Ja. Was sag? Ich bin alleine auf dem fehlt einem irgendwann der Gesprächsstoff. Ich glaube, man konnte die Seekers auch töten. Okay, da kommt rein. Mal gucken, ob der uns findet. So, komm schon, Visibility runter. Komm, komm, komm. Oh, tot. Leben, schade. Komm hier raus. Hallo? So, ich hab mich ja mitsuchen, ne? Stimmt ja. So, sehr gut, da habe ich schon den ersten gefunden. Ja, Seeker ist eigentlich auch ganz nett. Irgendwo was. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Fuck. Ich bin nur hauptsächlich nach Tuckshell. Und aus nach Truhen, wenn ich Truhen finden will. Gut, das war's. Wie gesagt, das war's dann auch für diese Folge. Viel Spaß noch mit den anderen Videos. Euer Falschnicker. Tschüss.